Werde zu dem, was du sein kannst. Business Alchemie, der Podcast rund um revolutionäre Methoden, Impulse, Inspirationen und Interviews mit dem Schweizer Business Alchemisten und Human Brand Designer Andreas Dudas. Ja, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, recht herzlich willkommen zur nächsten Folge meines Podcasts. Werde zu dem, was du sein kannst, und auch heute wieder, ich verspreche nicht zu viel, ein super spannendes Gespräch wird das, da bin ich überzeugt. Ich befinde mich im Moment muss aufpassen, dass ich das richtig ausspreche, in Spital. An der Drau. Das tönt wieder Spital, aber ist nicht ein Spital. Wunderschönes Städtchen habe ich heute gesehen. Wir sind heute in einem wunderschönen Schloss mitten in der Stadt. Ich habe mich ja angeschlossen an diese Wanderung für eine Wirtschaft der Menschlichkeit, ja, und habe ganz viele tolle Leute kennengelernt. Und gestern beim Abendessen ist mir so zu Ohr gekommen, die Gloria, meine Gesprächspartnerin heute, jetzt, dass sie einen ganz interessanten Weg hinter sich hat und noch vor sich haben wird, da bin ich überzeugt, zum Thema Authentizität, zum Thema Schule, zum Thema Träume leben und so weiter. Gloria, recht herzlich willkommen. Vielen Dank, nimmst du dir Zeit für mich. Erste Frage, stell dich doch kurz vor, wer du bist, was du so tust in deinem Leben, und dann ergeben sich alle anderen Fragen. Bitte schön. Ja, erstmal danke auch, dass du mit mir ein Gespräch führen möchtest. Und ich habe mich sehr gefreut, oder ich freue mich immer noch sehr. Und ich bin die Gloria Kagel. Ich bin mittlerweile 18 Jahre alt. Und ja, ich habe mit 15 Jahren meine Lehre zur Gärtnerin begonnen und war zuvor bis auf 3 Jahre in der normalen Volksschule im häuslichen Unterricht. Und daraus entstanden viele Inspirationen und auch Berufungen, und denen möchte ich weiterhin folgen. Okay, super. Also eben, du bist in einem zarten, jungen Alter, aber Alter spielt ja eigentlich keine Rolle, wenn es ums Thema Weisheit geht und auch diesem Weg der Authentizität zu folgen. Ich sage immer, in meinem ersten Buch habe ich so geschrieben, habe ich meine Schulzeit beschrieben, eben die Authentizität, meine Träume wurden da wirklich abgewürgt. Ich kann mich noch erinnern, mit 18 haben meine Lehrer im Gymnasium zu mir gesagt, Andreas, aus dir wird eh nie was, weil meine Noten waren wirklich katastrophal. Aber warum? Ich habe einfach das gemacht, was ich nicht machen wollte oder tun musste. Also ich habe Mathematik und mich aufs Thema Physik wollte ich mich spezialisieren. Es war eine Katastrophe, also wirklich ungenügende Noten, knapp durch die Matura durchgekommen. Und ich habe zum Glück nachher so sukzessive meinen Weg, also ich sage jetzt nicht, also die Menschen, die das hören, die kennen mich auch nicht, also ich musste wirklich mein Leben zurückgewinnen. Jetzt, du hast gesagt, eben du bist aus der Schule raus, du hast mir vorhin im Vorgespräch gesagt, du wärst wahrscheinlich nicht deinen Weg gegangen, deinen authentischen Weg. Wie ist das gekommen? Wieso aus der Schule raus? Wie muss man sich das vorstellen? Wie einfach war das? Wie schwierig ist das? Oder wie lief das genau ab? Ja, ich war 3 Jahre in der normalen Volksschule und habe bemerkt, dass ich mich sehr verändert habe. Und das ist dann auch, wurde auch von meinen Eltern bestätigt. Und meine Mama hatte dann eigentlich die Idee, dass man sich nach alternativen Schulen umsieht. Und bei uns in Oberkärnten gibt es da leider sehr wenige, beziehungsweise müsste man sich schon vor der Geburt dort anmelden, weil ein sehr großer Bedarf vorhanden wäre, okay, der leider nicht abgedeckt wird. Mhm. Und so blieb letztendlich der häusliche Unterricht oder Homeschooling. Und das hat mich dann sehr geprägt, und es war für mich auch, damals war ich 9 Jahre alt und ich brauchte circa 2 Jahre, bis ich wieder, ich will nicht sagen normal war, aber ich habe bemerkt, dass ich einfach Regenerationszeit benötigt habe und danach dann wieder neue Energie für Projekte bekommen habe. Und ich habe auch damals mit 8 Jahren mein erstes Buch geschrieben. Wow. Das okay. Dann für 4 Jahre in der Schublade geblieben ist. Mhm. Und welches ich dann mit 12 Jahren im Eigenverlag veröffentlicht habe. Mhm. Und das heißt Fried, Lieb und Denk, Dank. Mhm. Und es war mir schon immer ein Anliegen, dass man, also das Buch beinhaltet Begriffe und
da steht dann, was ich darüber denke und was diese Begriffe für mich bedeuten. Und es war für mich schon immer ein Anliegen und ist es immer noch, dass man einfach das zu den Menschen bringt, dass man über einfache Dinge nachdenkt, über Begriffe nachdenkt, was das für einen bedeutet und auch dann wieder inspiriert und andere weiterhin inspiriert. Okay. In der Schule, ich muss jetzt trotzdem fragen, weil es geht mir auch darum, möglichst viele Jugendliche, aber auch ihre Eltern zu inspirieren, das zu überdenken. Also ich meine, man merkt auch in der Schweiz, dass Bildungsrevolution ist, da geht irgendwas ab. Man hat realisiert und man realisiert, dass Talente nicht gefördert werden und so weiter. Was denkst du, wo haben wir die größte Herausforderung im klassischen Schulsystem? Was müsste man eigentlich ändern, dass das nicht so rauskommt, dass viele Kinder, ich sage es jetzt auf Schweizerdeutsch, abgelöscht sind, oder? Und dann wirklich mit 16 vielleicht dastehen, wie bei mir, und ich weiß nicht mehr, was ich tun soll, was ich werden will, was ich kann, was ich darf. Es sind da immer die Ängste da. Was denkst du, wo liegt die Herausforderung im heutigen System drin? Ich würde gar nicht sagen, dass das Schulsystem eigentlich, natürlich gehört da auch das in gewisser Weise revolutioniert, aber das beginnt ja schon im Kindergarten oder eigentlich schon während der Schwangerschaft. Man wird ja von allen Seiten des Lebens geprägt. Und ich habe bemerkt, dass viele Leute in meinem Alter einfach nicht wissen, was sie machen wollen. Und das basiert darauf, dass man in der Schule oft gezwungen wird, wie du schon vorhin gesagt hast, dass man Unterricht beiwohnt und Sachen macht, die einen wirklich nicht interessieren. Und wenn man in der Schule einfach ohne 50 Minuten Unterricht sich einfach mal auf etwas konzentrieren und fokussieren könnte, was einen wirklich interessiert, dann wird man auch seine Berufung finden. Und dementsprechend gehört das Schulsystem, das normale, komplett umgekrempelt. Und auch viel mehr die Kinder selbst in die Eigenverantwortung und in die Selbstständigkeit gehen können. Umgekrempelt heißt, wenn ich dich richtig verstehe, zuerst rausfiltern vielleicht, was interessiert mich, was begeistert mich, und dann irgendwie das Konzept so aufzusetzen, dass ich Dinge machen kann, die mich begeistern und interessieren, richtig, um meinen Begabungen oder Interessen zu folgen. Habe ich das richtig verstanden so? Ja, und es war eine Idee von mir, man könnte zum Beispiel die Schule das ganze Jahr über geöffnet haben und dass die Anzahl der Ferien und Ferienwochen jedem frei zur Verfügung stehen. Dass jeder sozusagen einfach dann sagen kann, ja, ich nehme jetzt nächste Woche dann Dienstag, Mittwoch mir frei, wo ich nicht in die Schule gehe, und dass man da einfach dann mehr in die Selbstbestimmung gehen kann, dass nichts mehr wirklich vorgegeben wird, dass man im Unterricht sagen kann, ich möchte jetzt mich 5 Stunden lang mit Physik oder mit Deutsch oder mit Kunst beschäftigen, und dass man es dann machen kann. Und natürlich benötigt man eine gewisse Grundausbildung, aber warum sollte man sich in Themen vertiefen, wo man schon jetzt weiß, dass man die später dann nicht benötigen wird? Weil wer von uns benötigt später hinaus irgendwelche mathematischen Funktionen, wenn man sich eigentlich im kreativen Bereich dann später raus beschäftigen möchte. Absolut richtig. Was waren die Herausforderungen für deine Eltern? Die haben ja, also ich weiß nicht, deine Mama oder dein Papa oder beide haben ja irgendwie das übernommen, dich dir Dinge erstens mal beizubringen. Also es gibt so Grundausbildung, sagst du, Grundfächer. Also ich glaube, Lesen, Schreiben sollte fast jeder können. Ich glaube, ja, das würde nicht schaden, oder schadet auf jeden Fall nicht. Und dann eben diese Talentförderung. Zuerst vielleicht zu dem Thema, wie haben die das gemacht? Welche Herausforderungen sahst du bei ihnen? War das so einfach, wie man sich das vielleicht so vorstellt, oder wie war das? Ich hatte das große Glück, dass meine Mama selbstständige Künstlerin ist und dass sie dadurch auch zu Hause war und die Zeit hatte. Und mein Papa hat uns auch wunderbar unterstützt. Und man kann das nur als Familie machen. Und also diese Förderung hat so ausgesehen, natürlich musste man sich an den Schulstoff halten. Und ich habe auch wie jeder andere meine Schularbeiten geschrieben. Nur habe ich mir halt den Stoff
eigenständig oder von den Eltern beigebracht bekommen. Und ich habe auch mehr mit Expertinnen und Fachleuten zusammengearbeitet. Ich habe das direkt von, ja, ich habe zum Beispiel mit Native Speakern Englisch gelernt und das ist dann schon was anderes, würde ich mal sagen. Und ja, wenn man den Freiraum hat, dass man auch selbst lernen kann. Ich habe zum Beispiel wo andere am Mathematikbuch das ganze Schuljahr überarbeiten und dann auch noch nicht fertig sind damit. Das habe ich dann oft in 3 Wochen durchgehabt, weil ich mich dann nur 3 Wochen lang auf Mathematik konzentriert habe, weil mich es interessiert hat, weil ich dann einfach schneller war. Und es kommen dann auch so Interessen hoch, die man dann vielleicht in der Schule gar nicht entwickeln kann. Was mich interessieren würde, ich sage den Leuten immer wieder, man müsste eigentlich so eben gewisse Grundausbildung natürlich, sicher wichtig. Und es gibt sicher Dinge, die wir im Leben einfach brauchen. Aber ich sage immer provokativ, alles was wir lernen, brauchen wir nicht. Das hast ja du eigentlich auch gesagt, so zwischen den Zeilen. Und was wir bräuchten, lernen wir nicht in der Schule. Was brauchen wir denn? Also ich meine, du bist ja eigentlich ein Profi, du hast deine Berufung gefunden, da reden wir dann nachher noch drüber, wie dir das genau gelaufen ist. Und eben, was denkst du? Du bist ja auf einem sehr, sehr authentischen Weg groß geworden und bist deinen Weg gegangen. Das ist fast schon ein Privileg, immer noch im heutigen System. Was denkst du, welche Fächer bräuchten wir denn so? Was verlangt das Leben von dir ab im Moment? Ich denke, dass es eines der wichtigsten Grundfächer ist, die Friedenserziehung. Und da basiert auch sehr viel darauf, weil wenn man nicht im Frieden mit sich selbst ist, dann wird man es auch nicht im Außen sein. Und man kann zwar sagen, ja, man kann jetzt anderen Leuten versuchen, dass die in Frieden mit sich selbst kommen, aber man muss überall bei sich selber anfangen. Und natürlich auch diese, ja, Lesen, Schreiben, Rechnen ist natürlich sehr wichtig, aber es sollte nicht der Hauptfokus drauf gelegt werden. Bei uns sind es diese Hauptfächer, ich weiß nicht, ob es in der Schweiz auch so ist. Und doch, ja. Ja, aber wer sagt, dass das Hauptfächer sein sollten? Also es kann auch die Musik oder Turnen, es kann alles sein Hauptfach sein und natürlich dann auch in einem größeren Ausmaß dann gelehrt werden. Und es sollte ja auch nicht unterrichtet werden, weil da steht ja nach unten richten drinnen in dem Wort. Okay, stimmt, ja. Okay. Und ja, die Ausdrucksweise und die Kraft der Wörter, das ist dann nochmal ein eigenes Thema. Super spannend. Kommen wir auf deine Berufung zu sprechen. Wir haben von Begeisterung, Interessen geredet und so. Und was ich ja feststelle, viele Jugendliche haben so ein bisschen, fehlt es an Perspektive. Auch, ich denke, vielleicht verdreht, verdorben. Die sind dann einfach nicht mehr klar. So ist es mir auch gegangen, oder? Wie hast denn du deine Berufung gefunden? War das einfach so, Klick, da war's, okay? Oder du hast ja verschiedene Interessen, so wie ich raushöre, und auch Talente, das Schreiben, die Klarheit auch, wie ich rausspüre. Und dann diese Gärtnerei oder diese Gärtnerin. wie bist du, oder was denkst du, was ist deine Berufung? Erste Frage. Und wie hast du das gefunden? Wie ging das? Ich würde nicht sagen, dass man eine Berufung hat, weil die verändert sich auch im Laufe des Lebens. Und meine Berufung jetzt ist eine andere, wie sie dann in 40 Jahren sein wird. Und damals mit 11 Jahren habe ich das erste Mal in einer Gärtnerei geschnuppert, weil für mich war klar, ich werde nicht irgendwo in einem Büro eine Ausbildung machen. Und natürlich hätte ich auch können weiter bei uns in ein Gymnasium gehen oder auch im häuslichen Unterricht die Matura dann noch machen. Aber ich wollte es mit meinen Händen machen, weil man ist immer, wer kann von uns erwarten, dass wir 12 Jahre lang immer nur mit dem Kopf arbeiten, dass wir mit unseren Händen nicht wirklich viel machen. Und das ist wichtig. Und das hat mich dann in der Gärtnerei wirklich fasziniert, dass man diese Lebenskreisläufe der Pflanzen beobachten kann, diese Unterschiede. Und dann auch diese Klarheit, die Pflanze hat, weil es ist ein Samen und der weiß, wie er wird. Er hat das alles in sich, das ist ganze genetische Erbgut und das ist faszinierend. Und das sind diese Lebenskreisläufe
vom Kleinsten zum Großen, vom Samen zum Baum. Und das war so das Ausschlaggebende, dass ich dann die Ausbildung zur Gärtnerin gemacht habe. Und auch den Menschen in die Natur näher zu bringen, ist sicher auch ein ausschlaggebender Punkt gewesen. Frage an dich, nehme an, du hast viele Kolleginnen und Kollegen, wo du dich austauscht über ihre beruflichen Träume oder so einen Werdegang. Ja. Ich weiß nicht, was deine Erfahrungen sind, wie klar die sind, ob die ganz klar sind, so wie du und ja, so läuft es, das ist die Richtung. Oder diejenigen, die im normalen Schulsystem vielleicht eben so ein bisschen die Orientierung verloren haben, auch die Interessen abgetötet wurden. Wie sieht das aus im Moment? Was ist so deine Wahrnehmung? Ist das eher schwieriger heute für junge Menschen, die Richtung zu finden, Perspektiven aufzubauen, oder ist es eher leichter geworden? Ja, die Vielfalt der Ausbildungen, die ist natürlich größer geworden. Und also in meinem Umfeld ist es, ich würde sagen, Hälfte, Hälfte. Die eine Hälfte sagt, ja, machen wir mal die Matura, dann sehen wir eh. Wird wahrscheinlich danach ein Studium werden. Was genau, wissen wir jetzt noch nicht, wird sich dann eh zeigen. Und die andere Hälfte, ja, die folgen dann schon auch dem Herzen. Und auch wenn das Umfeld vielleicht sagt, okay, ja, man bist da sicher, dass das das Richtige ist? Oder man wird ja auch oft von außen beeinflusst. Das ist schon, man wird von Freunden beeinflusst. Es wird, bei uns hat die Lehre eigentlich einen eher negativen Stellenwert in der Gesellschaft. Und dann heißt, ja, die macht jetzt eine Lehre. Das heißt, okay, ja, der wird es dann später eh zu nichts bringen, weil er macht jetzt eine Lehre. Und der Stellenwert von den Ausbildungen an sich sollte viel größer werden. Und dann wird auch die Ausbildung an sich dann wieder mehr junge Leute ansprechen, weil es achten viele dann auf das Wirken in der Gesellschaft. Wenn man sagt, ja, ich mache jetzt die Matura, ich gehe da studieren, das hat einen anderen... eine andere Einwirkung, sagen wir mal so. Ja, super. Was würdest du deinen Kollegen, also sagen wir mal, jetzt kommen da ein paar Jugendliche vorbei und die sagen, oh super, die Gloria, die hat ihre Berufung im Moment jetzt. Ich spreche auch immer von Potenzialen, die wir mitbringen in einem bestimmten Lebensabschnitt, die sich dann eben auch verändern natürlich mit unserer Erfahrung und allem, was wir dann auch erleben. Und die sagen jetzt, Gloria, ich habe Interesse, keine Ahnung, Begeisterung. Ich sitze da den ganzen Tag, schaue ich Netflix, Tüte Chips da vor dem Fernseher und so. Wie können wir denen helfen? Was würdest du für Tipps geben, wie die ihre Interessen wieder wecken können? Oder eben, dass sie diesen Funken der Begeisterung finden? Ab in die Natur, ab in die Gärtnerei oder Meditation, wie man immer hört? Oder was denkst du, was würde sich da eignen? Was ist dein Tipp? Ja, ich würde auf das erste tippen, ab in die Natur. Dass man nochmal alle technischen Geräte und alle Einflüsse mal von außen reduziert und sich mit sich selbst beschäftigt. Das kann ja auch Meditation in der Natur sein. Es muss ja nicht nur, es kann Wandern sein, es kann Schwimmen sein, es kann alles Mögliche sein, was einem vielleicht auch früher interessiert hat, wo man noch einen Anreiz gehabt hat. Und ich glaube, dass da hat man die besten Chancen, dass man wieder zu sich selbst und in die Ruhe zurückfindet. Genau, super. Nächste Frage, du hast eben dieses Buch geschrieben mit 18, dann lag das 4 Jahre in der Schublade, dann mit 12 Selbstverlag publiziert, du bist deinen Weg gegangen. Du hast ja eben diese Begriffe, viele Begriffe definiert. Mich würde interessieren, spezifisch das Thema Arbeit. Für viele Menschen ist ja Arbeit, oh Gott, ich muss um 8 zur Arbeit, ja, ich verdiene ja wenigstens Geld, um 4 darf ich dann wieder nach Hause und dann darf ich das tun, was mir wirklich gefällt. Wie definierst du Arbeit? Gestern hat mir der Gregor Sieberg, da hat ja auch einen Podcast gemacht, kurz gesagt, die Gloria, die bringt das so auf den Punkt, Arbeit, zack, ist das. Was ist Arbeit für dich? Wie definierst du das? Ich könnte jetzt natürlich den Wortlaut meines Buches wiederholen, ja, also aber mittlerweile kann ich es anders definieren, weil ich ja dieses normale Arbeitssystem erlebt habe. Ja, ja. Und natürlich ist es ganz einfach zu sagen, ja, man lässt jetzt die Arbeit Arbeit sein und geht dann den eigenen Interessen nach und macht sich eine schöne Zeit. Aber ich denke, es ist leichter gesagt wie getan. Und natürlich benötigt man Arbeit, weil man benötigt das Geld meistens,
den Lebensunterhalt zu verdienen. Mhm. Und ich würde sagen, die Arbeit ist etwas Notwendiges, aber das heißt nicht, dass das ganze Leben nur aus Arbeit bestehen sollte. Und wenn man sagt, wenn man jetzt jemanden hernimmt, der zum Beispiel 50 ist, und wenn man dann die eigenen Wünsche und Interesse das hinausschiebt, wenn man sich sagt, ja, das mache ich dann, wenn ich in der Pension bin, habe ich genügend Zeit und ja, kann meine Lebensabend sozusagen dann auch so gestalten, wie ich möchte, dann ist das der falsche Ansatz, weil sobald man merkt, dass einem die Arbeit keine Freude mehr bereitet, dann ist es nicht mehr das Richtige für einen. Und deshalb sollte ja auch die Berufswahl etwas sein, was einem Freude bereitet. Die Berufswahl sollte im besten Fall das Hobby sein, dass man dann andere Hobbys haben kann. Und ja, man sollte nichts machen, nur weil es andere von einem verlangen. Sehr schön gesagt. Ja, das Thema Veränderung würde mich noch interessieren. Ich meine, ich sitze dir gegenüber, es ist einfach immer wieder faszinierend. Ich hatte letzte Woche diesen Podcast, habe ich gemacht mit dem Vinzenz, der ist 23, 24, irgendwie so Mitte 20, sage ich auch so, einer von den ja, High Potentials einer neuen Generation, was mich einfach fasziniert. Alles das, was ich mir immer gewünscht hätte und das ich heute auch, sage ich ganz bewusst, propagiere, wird jetzt in dieser Generation immer mehr zum Glück gelebt. Jetzt haben wir eine Zeit der Veränderung hinter uns. Also Veränderung war immer, ist immer eine Konstante. Ja. Die Zeit der Veränderung war radikal für viele Menschen in den letzten 2 Jahren. Und es wird sicher weitergehen, also technologischer Fortschritt, Digitalisierung und so weiter. Viele Menschen haben Mühe mit Veränderung, oder? Die sagen, oh, jetzt ist Covid vorbei, so als Beispiel Corona. Und es wird dann wieder alles, wie es mal war. Es wird sicher nicht mehr so, wie es war. Nein. Ich glaube, das ist sicher eine falsche Einstellung. Und wir suchen ja alle nach Sicherheit und nach Geborgenheit. Was sind deine Tipps bezüglich Veränderung? Wie können wir wirkungsvoll, wirksam mit Veränderung umgehen? Was denkst du? Wie hast du das gemacht? Da würde ich jetzt gerne aus meinem Buch zitieren. Ja, bitte, dann tu das. Und zwar Veränderung. Veränderung kommt, auch wenn wir sie nicht wollen. Das bedeutet, man kann sich nicht dagegen wehren. Und ich glaube, das ist das Einfachste, wenn man einfach dem locker und offen gegenübersteht und sagt, ja, in meinem Leben gibt es jetzt eine Veränderung und ich schaue jetzt, wie ich am besten damit umgehen kann, was ergibt sich Neues daraus. Und auch die Pläne generell, Lebenspläne, kann man ja, also ich würde davon abraten, weil es kommt meistens anders, wie man denkt. Sehr schön. Und ja, wenn man an einem strikten Plan festhält, dann werden sich auch gewisse Möglichkeiten nie offenbaren. Weil es kommt teilweise erst, wenn man die Entscheidung getroffen hat, ich bin jetzt offen, ich hege keine Pläne. Und das habe ich auch bei mir selbst bemerkt, dass dann, sobald man eine Entscheidung getroffen hat, so viel Neues sich auftut und auch Sachen, mit denen man nie gerechnet hätte. Heißt das im Umkehrschluss, nur dass ich das richtig verstehe, Ziele setzen bringt gar nichts. Es kommt eh anders. Oder um das richtig zu verstehen, dieses Wort Entscheidung, das finde ich sehr spannend. Wie ist dann ein sinnerfülltes Leben? Wie offenbart sich das denn, die Entscheidung zu treffen, sagst du, und dann entfaltet sich das irgendwie? Was heißt denn entscheiden? Habe ich da eine Absicht in mir drin oder ein Ziel trotzdem? Oder wie ist da so die Erfolgsformel? Da spricht der Ingenieur, merkst du, oder? Ja. Ja, erklär mir das bitte mal. Also ich kann aus Erfahrung sprechen, wenn man, also damals, als ich meine Lehre abgeschlossen habe, stand ich vor der Entscheidung, ob ich in diesem Betrieb weiterhin arbeiten möchte oder ob ich dort aufhöre. Und da war irgendwie so diese Angst dahinter, wenn ich jetzt aufhöre, dann weiß ich nicht, was kommt. Ich habe keinen geregelten Arbeitsablauf mehr. Nicht, dass das so wichtig wäre, aber wenn man so nachdenkt und man das jetzt drei Jahre lang hatte, dann ist es schon merkwürdig. Und letztendlich wusste ich im Innern schon, wie ich mich entscheiden werde. Aber ich wollte es nicht wahrhaben. Und
Ich habe mich dann aber entschieden, und zwar dafür, dass ich dort aufhöre. Es hat sich danach so viel Wunderbares ergeben. Und das hängt auch mit dem Gregor Sieböck zusammen. Und er hat gesagt, ja, er hätte mir das jetzt nicht gesagt und hätte mich nicht weiter vernetzt, wenn er nicht gewusst hätte, dass ich die Entscheidung getroffen habe, dort aufzuhören. Mhm. Weil sonst hätte er mir das nicht gesagt. Mhm. Und wenn er mir es gesagt hätte und ich wäre aber dort geblieben, dann hätte ich vielleicht aufgrund dessen Entscheidung getroffen. Mhm. Das wäre dann nicht richtig gewesen. Mhm. Mhm. Man sollte die Entscheidung nicht von anderen abhängig machen. Gut, du hast ja so ein cleveres Buch geschrieben. Jetzt macht es mich wirklich neugierig. Du musst mir das Buch besorgen. Vielleicht hast du sogar eins da. Du kannst mir dann eins schicken. Gerne. Auf jeden Fall, das interessiert mich. Jetzt, heute waren wir an einer wunderschönen Abschlusszeremonie. Und ich habe einfach gespürt, welche Energie da drin liegt, wenn Menschen, ich nenne es nicht Ziel, sondern diesen Purpose, sagt man ja so schön, diesen Sinn und Zweck und diese Mission oder wie man es dann richtig übersetzt. Du bist ja da die Sprachexpertin. Wie wichtig sind Vision oder Purpose oder Mission? Oder wie nennst du das und wie wichtig ist das dann im Leben eines Menschen? Ja, man kann es auch, also ich würde es als Lebenssinn bezeichnen. Ja. Das ist auch wieder eine philosophische Frage. Ja, ja. Was ist der Sinn meines Lebens? Mhm. Und der ändert sich auch ständig, würde ich mal sagen. Mhm. Und ich glaube, man kann am besten in sich reinfühlen und das dann selbst definieren. Weil jetzt eine Anleitung zu geben, wie man den Sinn seines Lebens findet, das machen eh schon viele. Mhm. Aber ich glaube, am einfachsten ist es immer noch, wenn man das für sich selbst herausfindet. Mhm. Und natürlich ist ein Lebenssinn wichtig, aber... Das heißt nicht, wenn man jetzt sagt, ich habe meinen Lebenssinn gefunden, dann irgendwo so bemerkt, hoppala, es ist irgendwie nicht mehr mein Lebenssinn, dann heißt es nicht, dass man auf dem strikt festhalten muss, weil die Veränderung ist eben immer da. Okay. Und wie findet man diesen Sinn? Also ist das immer so periodisch, Lebensabschnitt zu Lebensabschnitt, oder lässt man es am besten fließen? Oder was ist für dich, wenn dich jemand fragt, Gloria, was ist der Sinn des Lebens? Was antwortest du? Also sicher individuell, sehr subjektiv, oder? Aber wie finde ich den? Diese Erfüllung auch durch den Sinn. Da kommt ja Erfüllung auch, oder? Ja, natürlich kommt Erfüllung. Aber oft ist die Erfüllung auch, wenn man sich selbst was Gutes tut. Wenn man sich, wenn man sich wohlfühlt, dann wird man auch am ehesten wieder den Lebenssinn in sich entdecken können. Mhm. Und ich würde sagen, vielleicht gibt es ja nicht nur einen Lebenssinn, sondern mehrere. Mhm. Und mein größter Lebenssinn ist einfach, dass man den Menschen die Natur wieder nahe bringt und auch den Frieden in jeden Einzelnen wieder erweckt. Mhm. Und das kann nur jeder bei sich selbst. Okay, super. Da heißt im Umkehrschluss, jetzt machen wir schnell den Sprung zur Friedensarbeit. Das ist ein super spannendes Thema, brandaktuell seit Jahrtausenden natürlich. Du denkst, die größte Friedensarbeit, die wir leisten können, ist, wenn wir den Frieden in uns finden. Ist das so? Ja. Also das heißt, Friedensaktivismus bringt gar nicht viel. Also Aktivismus in dem Sinn, kämpfen gegen etwas und irgendwie dann, was weiß ich, verschiedenste X-Projekte lancieren. Den größten Hebel siehst du wo dann? Ich würde mal das mit einer Gegenfrage beantworten. Was ist der Sinn von Friedensarbeit, wenn man für den Frieden kämpft? Ja. Und der Frieden, der muss kommen, der muss locker und leicht. Man spürt das ja, wenn er da ist. Ja, und ja. Ich finde es schade, dass es, ich würde sagen, fast seit die Menschheit auf der Erde ist, dass es nie nach außen sichtbaren Frieden gegeben hat. Okay. Weil in den Menschen selbst ist ja teilweise Frieden. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, wer das gesagt hat, aber ich finde das sehr schön, dieser Spruch. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Weil was nützt einem das dann noch? Genau. Wunderschön, und ja. Es ist immer abhängig von den einzelnen Personen. Ja, ja. Weil was nützt, wenn man weiß, es ist Krieg, aber wenn keiner dort ist und kämpft. Sehr schön. Letzte Frage an dich, Gloria. Ich habe heute die Ausstellung gesehen, auch wo deine Mama diese Samen für den Frieden, diese Bilder macht, auch eine Art Friedensarbeit, wunderschön. Vor allem das Patagonienbild mit diesem hellleuchtenden Menschen hat mich unglaublich beeindruckt und gefesselt.
du bist in einer Umgebung aufgewachsen, auch jetzt Menschlichkeit, also du trägst wahnsinnige Werte ja mit, die Umgebung prägt uns ja auch. Mhm. Was wünschst du dir für die Welt? Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich kann mir sehr viel für die Welt wünschen. Und es wäre natürlich einfach, wenn man sagt, ich wünsche mir Frieden für die Welt. Aber natürlich wäre dieser Wunsch auch zu realisieren, aber da jeder selbst dann dafür verantwortlich ist, weiß ich nicht, ob dann mein Wunsch dann auch so in Erfüllung gehen kann. Und man sollte sich dann vielleicht auch etwas wünschen, was man selbst dann sich erfüllen kann. Mhm. Das würde ich mal so sagen. Okay. Aber ich wünsche mir für die Welt Liebe, dass wir alle in Freiheit miteinander leben, dass wir auf uns achten und dass wir versuchen, uns selbst zu definieren, dass man sein wahres Selbst findet, dass man sich nicht mehr dann verstellen muss, weil man sich vielleicht in Gruppen anschließen möchte und dass man einfach man selbst sein kann. Gloria, danke vielmals für dieses sehr wirklich berührende, inspirierende Gespräch. Ich staune immer wieder, ich habe so Freude, über die nächste Generation und auch solche Menschen wie dich zu treffen. Es ist hochfaszinierend und beeindruckend für mich. Ich habe schon gesagt, am Sonntag habe ich den kleinen Sokrates getroffen, das tapfere Schneiderlein, wie ich ihn nenne. Und jetzt dich, wirklich große Seele. Und auch, dass man merkt, auch die Energie des Friedens, wie das mitschwingt. Natur ist ja Frieden, Liebe ist Frieden, das ist wunderschön. Danke vielmals, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Und ich wünsche dir weiterhin super viel Erfolg, viel Erfüllung auf deinem Lebensweg. Danke. Danke, Andreas. Und auch, dass du mit mir das Gespräch geführt hast und auch deine Zeit mir geschenkt hast. Bitte, gerne geschehen. Das war eine Folge von Business Alchemie, der Podcast, der dir hilft, zu dem zu werden, was du sein kannst. Mehr Informationen über Andreas findest du auf www.andreasdudas.com.